Anni Chantala. Hi, ich bin die Anni. Ich zeige euch heute ganz, ganz easy Beach Waves. Um die Haare zu schützen, ist es immer wichtig, wenn man mit einem Glätteisen arbeitet, dass man die Haare vorher mit einem UV-Schutz dann auch gesprüht. Wir haben hier eins von GHD. Prinzipiell ist es wirklich auch so, dass die Haare nicht nass sein dürfen. Dann nehmen wir die Haare und drehen sie zu einem dicken, dicken Strang. Umso dicker der Strang, umso gröber werden die Wellen. Und umso kleiner die Stränge sind, umso feiner werden diese Beach Waves. Umso dicker die Haare, umso wärmer muss das natürlich, also umso länger müsste man dann natürlich dann auch drauf bleiben. Jetzt ziehen wir das Ganze einfach nur ganz locker wieder auseinander. Ne? Und dann sieht man schon, dass die Wellen dann drin sind. Dann natürlich mit den Fingern, das ist ganz wichtig, dass man jetzt da nicht grob mit dem Kamm nochmal reingeht, sondern dass man wirklich nur mit den Fingern das Ganze so ein bisschen auflockert. Wenn ihr jetzt eine Strähne dann habt, die nicht so schön fällt, einfach nochmal eindrehen, nochmal drum rumlegen. Schau mal, da sieht man nämlich gerade so den Unterschied zwischen vorher und nachher. Gell? Hier diese glatte Seite, dann hier dann noch mit den Wellen. Gell? Du darfst so ruhig ein bisschen auch auf der Strähne verweilen. Ja? Vorsicht mit den Ohren. Ha? Sieht gefährlich aus. Wunderbar. Man muss das Gefühl für die Hitze natürlich, für die Haare dann auch, wie lang kann ich mit dem Glätteisen draufgehen? Natürlich lieber erstmal zu kurz drauf als zu lang. Nicht so lange die Haare abfallen. Genau.